Ein bisschen vergammeltes Obst. Klar, dass der ihn jetzt Schlangen essen musste. So, vorher waren es Eier, jetzt sind es komplette Schlangen. Konsequent. Goldarmreifen. Hm, schön. Okay, und wir kommen jetzt oben raus. So wie es aussieht. Also dann können wir die Leiter runterlassen. Sind wir? Ja doch. Ja, sind wir auf der Seite schon? Ich glaube ja. Kommen wir bis dahin? Ja, komm mal, cool. Okay, hier fehlt wieder. Interessant, können wir das läuten? Warte, ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Ja. Wir sind wohl bloß im Kreis gegangen. Nur oben. Nur oben, Ashley. Zum Burghof gehen. So, war das andere ein Fisch oder was, wa? Nee, auch wieder eine Schlange. Auch wieder eine Schlange. So, lassen wir erstmal die Leiter runter. Hey, was hast du vor? Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Ich? Als ob. Hey, was hast du vor? Ja, siehst schon. Ashley ist schon. So, was ganz Besonderes. So, okay, dann hüpfen wir mal hier runter. Und sind direkt an der Truhe dran. Goldene Sanduhr. Okay, kohletechnisch läuft das. Und dann müssten wir bloß nochmal hochklettern jetzt hier. Und dann quasi willst über... Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Ja, jetzt hätten wir natürlich dieses weiße Flanellhemd anhaben müssen, irgendwie. Dann wäre das natürlich schön, ich sag mal, piratenmäßig gekommen. Guck mal, ich mach's nochmal. Nur auf den anderen. Hey. So, okay. Und hier ist der Snake. Lass mich nicht allein. Och, mach ich aber. Warte mal, ich geh mal kurz auf die andere Seite. Achso, da könnte ich ja auch. Kann ich ja. Was? Kommst du her? Ich war die ganze Zeit hier drin. Ja, was? Spinnst du? So, weil hier war noch eine Vase. Ich bin ja so ein totaler Vasengegner. Nina mit allen Vasen. So, okay. Hier haben wir noch ein Ding. Fieser Wicht. Fieser Wicht, grüß dich. Moin. Na? Hat den Martin jetzt schon die letzten 10 Minuten vom Ende von Death Stranding gezeigt? Hat er sich erbarmt? Martin hat nämlich gestern Death Stranding zu Ende gespielt und musste wirklich, während das Outro lief, musste raus. Er musste aufhören. Warum? Keine Ahnung, er musste irgendwie weg. Aber du denkst so, Alter, 60 Stunden und während das Outro läuft, gehst du jetzt raus? Spinnst du? Ja, da muss er nochmal durch. Dann muss er nochmal von vorne anfangen. Genau. So, also wir kommen unten jetzt noch nicht rein, ne? Genau, so war das. Dann gehen wir mal oben beide, ey. So, Fieserwicht, wir sind jetzt in der Burg. Und es ist übel. Hallo! Wir sind die ganze Zeit eigentlich immer nur am Schränke durchwühlen und Vasen kaputt machen, damit wir hier Stuff sammeln. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy! Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Nö, bin ich nicht. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ich präsentiere, der Ätherritter beschützt die schöne Prinzessin. Tja, also noch stehen wir auf higher ground. Ich weiß nicht, sollen wir hier bleiben? Nö. Nö. Ist nichts. Ach du Scheiße.
Scheiße, Alter. Wie ist denn das jetzt hier gemacht? Okay, da jetzt runter. Das Schlimme ist, ich habe ja, also ich weiß ja noch dein Resident Evil Oldschool Game. Ich habe keinen Schimmer, wo wir gerade sind, so richtig. Koffer, das hat schön wehgetan. So, kann ich die Tür umschmeißen? Nee, kann ich nicht. Ja. Na dann würde ich doch mal sagen, kurz Blick auf die Karte. Hier ist noch ein normaler, also hier ist ein separater Raum. Oh, eine schöne Bibliothek. Jetzt ist tatsächlich so was. Oh, so, ja, na, war so eine schöne Bibliothek, ey. Würde ich echt geil finden. Parasiten und ihre Ökologie, Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt. Aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Der, ach du Scheiße, Alter. Diclocoelium. Sind Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert, verändern sie deren Verhalten. Sobald es abends kühler wird, zur Zeit, wenn das Vieh grast, klettern die infizierten Ameisen an einer Pflanze empor und beißen sich dort fest. Man könnte meinen, der Parasit manipuliert den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Tremadodon. Ja, nee, Trematoden. Trematoden, der alte Schlepphoden. So, okay, gut. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen daraufhin an die Wasseroberfläche, wo sie verbleiben, bis sie von Meeresvögeln gefressen werden. Ihr probiert ja nicht erst. Die Sporozysten dieser Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke, wo sie wie Würmer pulsieren. Heik auch schon wirklich mal sehen, sieht eklig aus. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu, auf der Vorderseite eines Blattes zu kriechen, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann. Sobald er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Leukochloridium. Ach du Schande, ey. Also wirklich. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus, wenn ihr solche, ich nenne es mal, ja, sind ja lateinische Wörter, lest, könnt ihr die super lesen? So flüssig, weg? Geht also, ich bin nicht. Raus. Du bist raus? Ja, ich bin da komplett raus. Ich weiß noch, es gab irgendein Let's Play, was ich gemacht hatte. Da, war das nicht sogar Outlast? Wo die mit irgendwelchen medizinischen Fachbegriffen um sich geschmissen haben und ich musste das die ganze Zeit vorlesen. Also, ging gar. Also, nee. Naja, bei Outlast war auch. Oh. Hm. Matalo. Ist das Öl? Was hier? Blut? Was ist das? Sieht nicht nach Wasser aus. Was ist das? Ja, aber auch nicht nach Öl, oder? Also. Nein, na, Öl. Ja, ne, natürlich nicht, aber also. Also, ich meine, guck's dir an. Vom Boden. Na. Ach Gott, Alter. Das wird wahrscheinlich so eine Stressszene werden jetzt. Okay. Hier müssen wir was einsetzen, was wir nicht haben. So, also hier kriegen wir auf jeden Fall auf den Sack. Wir kriegen hier auf jeden. Ja, ich weiß. Ah, die Unterhaltung. Wo sind sie denn? Ach du Scheiße, das sind ziemlich viele. Oh shit. Kann man denn rennen? Also. Langsam habe ich genug. Ich schon lange. Oh! Ach, ist doch nicht wahr. Ja, Ashley in den Händen der Gegner. Der Gegner wird versuchen, Ashley zu greifen und sie wegzutragen. Wenn es einem von ihm gelingt, wird sich mit ihr zu zweit von Leon, oder warte mal, sich mit ihr zu weit von Leon zu entfernen, endet das Spiel. Ja. Darf ich mal kurz? Dankeschön, das ist für dich. Wo willst du hin? Nein! Lass mich runter! Ach, das ist aber blöd. Nachladen, Mann. Oh,
So, da ist ein Uppercut in die Fresse. Hilft eigentlich nur eins. Ach, Ashley, Ashley, jetzt steht wieder rum. Schön. Ah, von hinten. Diese Penner. Da oben Armbrustschützen. Ich bin so am Arsch. Boah, ist er am Arsch. Ah, oh, nein. Shit. Mach hinne, Junge. Er ist so langsam im Nachladen. Ah, Coelho. Wurpo. Was heißt Wurpo? Heißt das gut aussehender Typ? Kann das sein? Bin mir ziemlich sicher, dass das heißt. Geht's? Ja, alles okay. Ich höre sie nur noch. Wo sind sie? Ah. Melly, hey, grüß dich. Ich dachte schon, du kommst hier nicht mehr. So, wir haben viel Spaß gerade im Castle de la Cotze, wo der Spaß nie endet. So, okay, zack. Ich würde gerne mir noch ein gelbes Kraut. Ach, warte mal. Holt mir erstmal die Schlange hinter. Ich würde gerne nochmal irgendwo ein gelbes Kraut finden, irgendwie, damit wir wenigstens etwas mehr Lebenskraft bekommen durch das Heilen. So, erstmal noch die anderen Vasen kaputt machen, aufmunitionieren. Und dann geht's weiter. Was mir tatsächlich noch so ein bisschen fehlt, ist halt so eine Waffe, mit der du, wenn du wirklich am Arsch bist, dich halt sofort einmal befreien kannst. Irgendwie. Also, Shotgun wäre quasi eigentlich so eine Waffe. Aber die ist irgendwie nicht so... Wisst ihr? Ja, da hast du ja auch, glaube ich, noch nichts reingepackt, oder? In die Shotgun, also an... Nee, Attack die ist halt auch noch total... Oh, alle Bede, Alter. Ist das your Ernst? Können die jetzt hoch? Nee, die stehen da nur so rum. Könnte ich natürlich jetzt na, erstmal probieren, mir die vorher ein bisschen vom Leib zu halten, ne? Ins Gemächt. Der Penner. Ja, was trägt er ohne Maske? Wer glaubt da, wer ist hier? Richard Chamberlain oder was? Leonardo DiCaprio? Nicht mit mir aus der Stadt. Nicht mit mir. So, das hört sich nicht gesund an. Das hört sich nicht gesund an. So, wie kriegen wir denn die runter? Wir fahren. Ah, ein Explosivfass. Interessant. Benni, wie kriegen wir denn diese Treppe runter gefahren? Wahrscheinlich mit dem Schlüssel, oder? Aber wo? Also, mit welchen Schlüssel? Haben wir schon den Schlüssel bekommen von irgendeinem Gegner? Ich glaube nicht, nee. Nee. Hier ist übrigens noch eine Vase. Kann ich ja nicht so stehen lassen, ne? Wie sieht das aus? Handgranate, sehr schön. Oh Gott. Ja, wir können hier noch nichts machen. Scheibenkleister. Sag mal. Ich müsste jetzt wahrscheinlich hier wirklich runterspringen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Komm, machst du schon. Die warten doch bloß auf mich, die Penner. Ja. Ah, ich wollte doch ja nicht. Ich war noch nicht bereit. Ich war noch nicht bereit, Benny. Nein. Scheiße. Oh, na toll, na klar. So. Einer weniger. Ja, einer weniger.
So, mal ganz schnell. Auf die Schnelle, auf die Schnelle. Nee, hat er wieder nicht gemacht. Warte mal. Wie ist das hier? 7. So, damit haben sich auf jeden Fall schon mal erstmal... Echt jetzt? Echt jetzt? Ist doch... Na, sag mal. Na los, komm. Sei ein braver Parasit und stirb. So, okay. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Ja, cool. Ach, das Explosivfass. Ach, Mann. Wieso denn, Benny? Ja, vielleicht brauchst du es ja noch. Vielleicht kommt ja noch was. Ach, das muntert mich auch jetzt noch nicht auf. Warte noch, das wird noch schlimm. Ach, so ein Käse. So, hier ist das nächste Fass. Der nächste Schlüssel, der so, umgesetzt ja, werden muss. Und hier vorne war noch da diese Drähtchen, was diese Dame so hält. Das sieht doch danach aus, als wartet das nur auf mich. So, das ist einfach so geil so. Was ist denn mal eine wirklich schöne Vase, die gefällt mir. Schlimm. Ein glänzendes Rad. Hurra. Damit sollte es gehen. Dann schauen wir nochmal. La 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 la. Ist Bianca auch am Start? Leider nicht. Die kann heute leider nicht. Sorry. Melli. Aber wir sollen ganz liebe Grüße ausrichten. Gerade an dich, Melli. Sie hatte letztes Mal sehr viel Spaß gehabt mit, also ihr beide zusammen anscheinend. Was habe ich gehört? Ah! Du kleiner Spaten, Alter. Ach, Mann, nee. Kommen die jetzt alle runter? Ach, Mist, der hält immer. Na, wer glaubst du, wer du bist? Captain America oder was mit dem Schild? Ja. Ah, ihre große Fresse, weißt du, sonst kriegt ihr nur aufs Maul irgendwie, weißt du, und jetzt hauke ich auf die Kacke. So, hab ich schon gedreht? Nee, ich hab noch nicht gedreht, ne? Nee. Dann drehen wir mal. So, ich glaube, jetzt kommt die Treppe runter. Yes! Kann ich das mitnehmen? Ja, das ist schön. Dann nehmen wir mal hoch und drehen oben am Rad. Wo denn? Darf ich mal kurz nachladen? Warte bitte. Ach. Au. Jetzt. Ah, zu zweit immer. Kommt mit. Komm mit, Ashley. Ich passe doch schon auf. So, rotes Fass, dein großer Moment kommt. So, kurz hier die Nähen zeige ich hier noch irgendwie, eventuell. Alter. Hat er sich jetzt auch nochmal verwandelt? Kann das sein? So, dann kommt mal. Sind das eigentlich Flashgranaten herstellen? Die sind doch nicht so teuer. Na! Schon wieder an die Tastatur reingekommen. Die Kasse ist. Ah, oh, nein, ey. Ja, ist mir jetzt egal. Warte. Und natürlich jetzt hier drei Leute von hinten kommen, ist scheiße. So, Dudes. Auf geht's. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Obwohl ich da oben immer noch genug höre. Wäre mal schön, wenn hier mal langsam Stille ist. So, wer hat hier auf mich geschossen? Wer war das? Zeigt euch sofort raus mit euch. Ach, du warst es. Hoppala. Jetzt muss man die nehmen hier, die ganze Zeit ja daneben zu schießen. Wo ist er? Da oben ist er.
Sorry, keine Absicht. Hinten ist noch einer. So ist ungut. So. Nope. It was an honor for me. So, lass mich raten, über mir sind es ebenfalls. Oh, nee, tatsächlich nicht. Okay, cool. Obwohl es sich immer noch so anhört, als wenn überall Feinde sind. Keine beruhigende Musik, die ich hier höre. Ah, 3 auf einen Streich, sehr schön. Ja, das tapfere Schneiderlein war bei mir in der Lehre. Ach Gott, so große Fresse, ey. Noch sind wir nicht sicher. Ja, ich denke nämlich auch. Ach Gott, wenn ich jetzt so eine Passage ist. Warte mal, ich hab da gerade nie mitgenommen, ne? Nee. Und die kannst du nicht mehr mitnehmen. Okay. Das ist interessant. Weil kann nämlich sein, dass ich Ashley jetzt hier an der Seite hochheben muss und die muss die Räder drehen, während ich quasi ihr Feuerschutz hebe. Und das ist so munitionsfressend irgendwie. Ach du Scheiße. Wie viel Munition hast du denn überhaupt noch? Nicht viel, wie du siehst. Nicht viel. Ja. So, okay. Pass auf, lass mich mal erstmal kurz mal gucken. Guck mal, du hast ein paar Granaten, du hast ein paar Messer, wie ich gesehen habe. Guck mal, das geht doch. Du hast sehr viel Schießpulver. Okay. Das wird auf jeden Fall richtig wichtig. Werde ich es jemals lernen? So, 12. Ja, du hast jetzt 12. Mit den nächsten kriegst du 7 dazu, also 19. Könnte tatsächlich noch mal wenigstens eh mal probieren, eine Blendgranate herzustellen. Das wäre auch ganz gut. Kannst du ja 2 herstellen. Na dann, was kostet die Welt? Sag mal, was kostet die Welt? Und wie das hier aussieht? Kann das ja nicht, kann das euch ja nicht zeigen, wie das hier aussieht. In meinem Koffer. Oh, ja, peinlich. So. Und so. So, Ashley. Oh, das ist aber ein schönes großes PNG, was sie da an der Wand gemacht haben, war, oder? Also, das ist ein bisschen unverhältnismäßig groß aus. Was ist denn da hingespritzt? Oh, nochmal Rohstoff. Na gut, okay. Zack. Oder ist der dezente Hinweis da? Musst du mit Essen? Ja, ja. Komm. Komm. Ja. Komm jetzt. Auf geht's. Kriegst du das hin? Ja, ich schaff das schon. Da kommen sie nämlich. Pinsel. Ach. Mach weiter, ich geb Deckung! So, das Schlimme ist nämlich, hier unten kommen sie hoch. Irgendwann Glück an die Schüssen. Genug. Ich hoffe, das haben sie nicht gemacht. Also, ich hoffe schon. Nein. Was? Ach, Mann. Wo denn, bitte? Warte, ich helfe dir. Ich sehe nicht. Was? Wieso geht der ins Menü? Oh, Alter, ist jetzt uncool. Oh nein. Ah, Shish-Kebab, Alter. Krass, okay. Sind sie mir doch ein bisschen zu sehr auf den Sack gegangen hier. So, komm, wir müssen nicht die ganze Halle machen. Er schreit auch nach einer Wette. Chat, das musst du jetzt eine Wette hier. So. Haust du jetzt hier echt eine Wette drin, ob ich es schaffe oder nicht? Ja, schafft sie wie den nächsten Bossfight. Ich betitel es mal als Bossfight. Also ist ja hier so eine Art Bossfight, ne? Und ich werde immer auch schon mal meinen nächsten Tipp abgeben.
Das ist so demotivierend, was du hier machst. Nein, weil guck mal, aktuell... Komm. 100% klar, schafft er. Na, weil auch bloß wahrscheinlich Mutti immer gesagt hat, ich mach mit. Ja, ich schaff das schon. So, und ich setz... Oh, mach weiter, weiß ich nicht. Deckung. Ist am Arsch, Alter, hau ab. Vorsichtig! Wie viele Dinger musst du denn da eigentlich aufschrauben? Zwei. Na, Ashley. Also die muss jetzt hier einmal rechts, dann links. Oder was? Oh, Alter, und überall kommen sie angeschissen. Nachladen. Blöde Position. Geht doch. Shit. Einer weniger. Schraub, Baby, als wenn es keinen Morgen gibt, Mann. So, für Loot muss natürlich auch Zeit sein. Ist klar. Alter, mach den dahin nicht umsonst. Okay, komm zurück. So, ich glaube, sie hat's. Keine Schuss mehr, Alter. Keine Patronen mehr. Out of ammo. Einfach runtergehüpft. Du bist ja geil. So, was ist mit dir noch? Du willst noch einen Nachschlag? Was ist los? Wo willst du hin? Na komm doch. Deine Mutter. So. Oh, Tatsächlich muss ich mal sagen, hatte das viel Stil, muss ich sagen. Das hatte schon John Wick-Allüren irgendwie, oder? Was sagst du, Benny? Also, das sah schon mal nicht schlecht aus im zweiten Run. Der erste war... Ja, du musst mir den Finger in die Wunde legen. Nicht mal einfach sagen, wow, Steven, hast du super gemacht, schön... Nicht? Ja, oh, aber der erste war kacke. Seht ihr also, Chat, mit was ich hier arbeiten muss, ja? Mit was ich hier... Das ist schlimm. So, okay. Wir drehen. Ich hoffe, ihr habt alle Koffis gewonnen, weil ihr alle auf mich gesetzt habt. Achso, siehst du, ja, ich muss ja wieder sagen. Ja. Oh, war übrigens 50-50. What? Ich aber glaube an den Boss. Oh, 257, das tut weh. Echt? Stevie hat es geschafft, leider. Leider? Was? Ist es unglaublich. Durch ein Meer von Reißzwecken muss ich hier schwimmen, emotional hier, ja? Das ist unglaublich. Ah, so, schön. Das ist sehr schade, dass die jetzt alle weggeflogen sind. Eine Blendgranate und ich glaube, das wären ein paar schöne PC-Daten gewesen, alle. So. Ich hab Fieser Wicht hat einfach mal 6240 Koffis gemacht. Mit der Wette. Ja, weil okay. Fieser Wicht einfach auch mal Believer ist, Alter. Fieser Wicht. Jawoll. Da, Mann. So, haben wir denn jetzt. Okay. Auf sicher. Hä? Auf dieser Wicht gerade. Auf sicher getippt. Ja, das ist halt einfach. Ja, ja. Gibt halt Leute, die erkennen Potenzial. Gott. Die erkennen so einen Rohdiamanten. Ne? So, ist schon klar, dass ich mir den Part selber raussnippe irgendwie und dann einfach, keine Ahnung, nochmal als separates Video hochlade. Sniper Steve. Zibam. Auf zu husten, macht die Kippe aus, macht das Ding. Was sag ich? Mäuschen. Dankeschön. So, ich sehe auch kaum noch was jetzt hier. Das wird immer düsterer hier.
So, nach vorne sind Raben. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Oh. Törichtes Schaf. Mach mal nicht. Ashley. Zügle dich, Kind. Ashley. Das ist natürlich ein cooler Twist. Schön. Warte! Shit. Ja, die neue Haarfarbe hat sie nicht gerade tougher gemacht. Du magst recht haben. Und Kapitel beendet. Yeah!